Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Let's Play. Wir gehen gleich mal in die Welt rein. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin gerade irgendwie richtig gut gelaunt. Wir haben gerade in der Klasse eine kleine Weihnachtsfeier gehabt. Wir haben nämlich heute den, wir haben heute Freitag den, lass mich kurz überlegen, den 20. War richtig spaßig. Wir haben uns ein paar Folgen Big Bang Theory reingezogen. Was eigentlich jedem raten kann. Oh, super. Video Settings. Wir wollen Partikel des Decreased haben. Kann mir mal bitte jemand erklären, was diese Mipmap Levels heißt? Unlimited Framerate. Distance, wir lassen es mal. Ach, Junks. Was soll ich noch machen? Music and Sound, Hostile Creatures, das drehen wir auch mal ganz sofort, 50% runter. Das hier brauchen wir auch nicht mehr, wirklich nur 25%, so. Ja, jetzt läuft das Ganze schon ein kleines bisschen flüssiger. Zwar nicht viel, aber so ein bisschen. Und ich glaube, wir müssen hier nochmal raus. Das passt, so. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich tun wollte. Aber ich weiß, was wir theoretisch tun könnten. Super. Schweinchen hier. So, wir könnten hier theoretisch mal schlafen gehen erstmal. Ja, super. Wir können erst nachts schlafen natürlich. Ich habe übrigens mal wieder nachgeschaut, es gibt noch kein Optifine für 172, die von den Minecraft Quarter Pack sollen sich bitte mal anstrengen, dass sie das mal schaffen mit dem Minecraft Quarter Pack, weil das regt langsam auf. Mal schauen. Genau, hier können wir noch ein bisschen Getreide abfarmen gehen. Hier nochmal eine Runde. Und dann gehen wir mal ganz kurz ins Dorf. Beziehungsweise, falls es hier auch ein Hühnchen gibt, schlachte ich die gleich mal. Können wir schon gebrauchen für einen kleinen Handel. Ja. Ich muss mal kurz Pause machen, Leute, sorry. Ja, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Meine Eltern nerven in letzter Zeit extrem. Weil es kommt mir so vor, als ob die immer genau dann stören würden, wenn ich gerade am Aufnehmen bin. Und das was nervt einfach nur, finde ich, ja? Ich weiß ja nicht, kennt ihr das auch von euren Eltern, dass sie euch immer dann stören, wenn es gerade am unpassendsten ist? Bei mir ist es zumindest so. So, wir nehmen hier erstmal den ganzen Zaun mit. Da wir den jetzt gebrauchen können. Gut, die Unterbrechung hat mich jetzt vollkommen von der Rolle gebracht. Keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich labern wollte. Nehmen wir auf jeden Fall hier doch sie noch mit. Und wir fassen einfach noch ein bisschen Rotten Flesh. Nee, wir warten noch. Wir warten noch, bis wir kaum Essen haben. So, das hier noch weg. Das hier noch weg. Das Ganze ist hier auch noch weg. So, Hey du. Oder.
Hier ist auch noch Bücher. Ach, super. Danke. Wir nennen Viecher. So. Ich glaube, ich schiebe mal das Mikro wieder ein bisschen näher an meinen Mund dran. So, jetzt. Ich glaube, jetzt hört ihr mich einfach besser. Wir könnten tatsächlich mal in die Richtung ein bisschen erkunden. Das ist eine spontane Erkundungstour. Die nicht von mir geplant war. Nein, die habe ich nicht geplant. Das ist ganz spontan. Na, vielleicht haben wir Glück und finden noch ein paar Hühnchen. Die Äxte haben wir hier doch, das reicht noch. Gut, das heißt, ich kann die Schweinchen noch mit einer Axt zerschlagen. Genau, wir können ja nicht mehr sprinten. Gut. Das heißt, dass wir jetzt... Super, da hinten kommt nochmal so ein Gebiet. Was natürlich relativ gut ist auch, weil wir dringend, wirklich dringend, das brauchen. Also, Dschungel. Wir brauchen nämlich eine Katze und die hat auch noch einen zweiten Vorteil. Wir waren hier schon mal, super. Und zwar auf dem Creeper vor Katzen weg. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein lustiges Feature. So. Watch. Gut, aber wir müssen in die andere Richtung laufen, glaube ich. Das ist irgendwie falsch, weil wir da in die andere Richtung ja schon ein bisschen waren. Das heißt, wir gehen jetzt ganz kurz zum Haus zurück. Und essen erstmal zum Rotten Flash, damit wir rennen können erst gleich. So. Das hier sieht auch komisch aus. Wir schauen. Jo, das geht gerade so mit meinen 28 FPS, wobei ich es komisch finde, wenn ich aufnehme, weil ich weniger FPS, als wenn ich normal zocke. Also, das ist auch ganz normal, behaupte ich, irgendwie, so ein bisschen. Und hier, dann haben wir geguckt, chicken, perfekt, voll. So, lol. Ochs sei irgendein Shit. Das sind die Ring Light Grey. Egal. Ich tue jetzt mal so, als ob ich das gewusst hätte und es euch nur so zeigen wollte. So. Gut. Wir brauchen das hier nicht mehr. Wir packen gerade mal hier alles bis auf ein Raw Chicken da rein. Wir nehmen noch die Steinspitzhacke mit. Wir brauchen die Feder nicht mehr. Die Pressure Plate brauchen wir nicht. So Leute, ich habe mich gerade gemutet. Ich muss gerade niesen. Ich weiß genau, dass sich das nicht so toll anhört, wenn man niest. Ach, so, geht jetzt etwas besser. Ich hatte irgendwie immer noch was in der Nase, aber kann man nicht viel dran ändern. So, wir bauen hier jetzt erst so ein paar Zäune hin. Und schließlich, dass wir... Oh, fail. Wir wollen ja schließlich unsere Hühnchen... Und das ganz andere wird hier auch irgendwo unterbringen können. Auch wenn das ein relativ großer Käfig für Hühnchen ist. So, das heißt, wir machen hier ein Fence-Gate hin noch. Oh nein, Gate. Und wir nehmen hier noch die Seeds mit. Die können wir immer gebrauchen. Und ich glaube, ich sollte wieder etwas lauter reden. Beziehungsweise das Mikro wieder an meinen Kopf dran tun. So, Fans geht aufmachen. Dann kommt immer mit hier rein. Gut, und jetzt könnt ihr hier drin bleiben. Danke. So,
Wir sind jetzt ja nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Aber wir kommen bestimmt irgendwie weit genug. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. XTD. Aber da hinten sind auf jeden Fall mal super. Die 20% Chance, dass man dadurch Hunger bekommt, ist natürlich jetzt eingetreten. Genau, dann wenn ich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in dieser Welt Raw Chicken Futter. Das ist interessant, dass das eine Höhle ist. Da gehen wir gleich mal runter. Auch wenn wir natürlich nicht allzu viel Glück hatten bis jetzt. Und zack, ja, gut, passt. So, ernsthaft. Die ganze Zeit war dieser Minenschacht vor unserer Nase. Ach so. Nicht sowas, was ich nur hasse. Gut. Und jetzt können wir nicht hier schön durchlaufen. Hoffe ich. Vielleicht finden wir auch Patronen oder so. Ja, Tag, Skelettchen. Ich habe die auch gekillt. Sieht gleich ein Enderman. Aber wir haben einen Bogen. Super. Ist natürlich jetzt nicht so toll. Ach. Super, rohe Kartoffeln bringen anscheinend nicht so viel. Wie ich jetzt gehofft hatte. Aber wir sehen. Aber wir haben hier ganz viel Eisen. Creeper, Creeper. Lol. Der kann anscheinend sich nicht bewegen. Was uns natürlich jetzt ganz gut war. Aber was für uns ganz gut war. Schließlich konnte er uns so nicht in die Luft springen, genau. So. Aha. Wir müssen gerade ein paar Spinnen verrecken. Das ist natürlich der Gang. Und da geht's auch nicht weiter. Das haben wir natürlich jetzt ganz schön gemacht. Das heißt, wir gehen. Genau. Das heißt, wir bauen hier erstmal ein bisschen Kohle ab. Lol. Und hier sah es, von hier, wo ich aussitze, sah es ein bisschen aus wie so ein Grafikfehler. Ja, und die erste Folge ist gleich mal vorbei. Ich weiß, die ist jetzt nicht allzu spannend gewesen. Wir haben einen kurzen Fehler gemacht. Haben wir. Ne, wir sind kurz in diesen Minenschacht reingegangen, meinte ich. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Ist auch jetzt nicht das Aufregendste. Aber, naja, wir haben einen Minenschacht gefunden. Hier gibt es auf jeden Fall Truhen drin. Oder hier sollte es zumindest Truhen drin geben. Wenn wir jetzt nicht gerade irgendein vollkommen falsches Teil erwischt hätten. Aber das ist ja auch gerade ziemlich egal. Genau, wir gehen jetzt hier noch lang. Haben wir hier schon. Ja, Tach. Fledermaus. So, ja, schön, dass du da bist. Spinne, ich hab dich auch gehört. Ne, da geht jetzt nicht hin. Ich hole mir lieber hier den verpackten Kies. Und das Eisen noch. Ach genau, wenn es euch gefallen hat, würde mich eine positive Bewertung und konstruktive Kritik freuen. Also konstruktive Kritik auf jeden Fall. Eine positive Bewertung würde mich ja richtig freuen. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, nee, ich mache alles noch weiter, aber nimmt das schon was für Abschied. Oh nee, ja. Also dann, ciao Leute.